Wer will schon nicht so einen wunderbaren Pokal in die Höhe stemmen? Über die nächsten 4 Wochen ist das am Seeufer zu Rorschach bei der Strandfestwoche möglich. Vom 29. Juli bis am 27. August kann man dort zum Beispiel im Freestyle Stand-Up paddeln oder im Freilufttöckeln zum inoffiziellen Weltmeister werden. Die Vorfreude auf die bevorstehende Woche ist beim Organisator Dario Emisecker schon riesig. Mein persönliches Highlight ist mit dem E-Mountainbike im 5-Länder-Blick rauf und nachher gerade abblochen, dann fein essen und eine Runde paddeln. Und am Schluss noch ein Bandlegen. Und, sorry, es geht zu lang. Und am Schluss noch Freunde treffen, weil für da kommt man da hin, zum Leute treffen. Viele von diesen Aktivitäten, wie zum Beispiel Sunset-Biken oder das Strand-Yoga, sind sogar gratis, wenn man sein eigenes Material mitnimmt. Und wenn es einem zum Stand-Up-Paddeln ins Wasser treibt, dann kann man das Material hier auslehnen. Und wer jetzt denkt, da könnte man doch super den 1. August feiern, für die hat Dario Emisecker einen Tipp parat. Am 1. August geht man am besten dort hin, wo man schon immer war, weil bei uns ist es relativ ruhig und auch gar nicht so viel los. Aber am 31. Juli, also am Tag vor dem 1. August, da kommt man zu uns, weil in Rorschach ist da eigentlich der grosse Tag. Es gibt ein grosses Feuerwerk vorne, wo man von da aus schön sehen kann. Wahrscheinlich noch eine Band auf dem Freitag, auf den Sonntag verschoben wird, wenn das Wetter so ist. Gratis Musik und ein Haufen Outdoor-Aktivitäten, das klingt für viele nach einem super Sommerangebot. Die Leute am Seeufer, die wissen auch schon, für was sie kommen. Ja, am meisten freue ich mich, dass wir hier an dem schönen Platz am See direkt sind und wunderschöne Sonnenuntergänge natürlich geniessen können mit Live-Musik und einfach guter Stimmung und die Leute können zusammenkommen. Konkret freue ich mich am meisten auf die Band am 13. August. Hier sind Viers, wenn die da spielt. Dann bin ich sicher da und kann die schauen und hören. Und ja, das freue ich mich. Noch einen Tag geht es, bis Dario Emisecker und seine Strandfestwoche zum 4. Mal loslegen können. Fast einen ganzen Monat kann man so sein Sommerloch stopfen und vielleicht sogar zu einem Weltmeister werden.